Wir haben einen verregneten Nachmittag heute. Bedeutet, wir müssen leider drinnen bleiben. Nichtsdestotrotz, unser Arbeitsplatz ist draußen auf dem Balkon. Das Regenwetter genießen und den nächsten Text schreiben. Denn es gibt Neuigkeiten. Der Track Asche Phönix ist fertig. In Sack und Tüten. Passt leider nicht zur Stimmung der anderen Beats, die ich jetzt rausgefunden habe. Oder die ich mittlerweile gepickt habe. Ist ja Fachjargon. Im Deutschrap gibt es genauso Fachjargon wie bei Rechtsanwälten oder im Sport. Wollen wir auch damit arbeiten. Und ich habe einen neuen Beat, der jetzt beschrieben werden möchte. Und ich glaube, dass Asche Phönix da nicht drauf passt. Von der Stimmung her. Es ist ein geiles Ding geworden. Wir haben es zusammengeschrieben, aber passt nicht. Deshalb werden wir jetzt hier mit dieser schönen Aussicht, den schönen Hintergrundgeräuschen, den nächsten Track anfangen. Ich würde sagen, lassen wir uns nicht lange lumpen. Gehen wir in den Beat rein und werden den vielleicht ersten Albumtrack hier schreiben. Und ihr seid dabei. Passend dazu ein bisschen Schweden-Stimmung. Schöner Kaffee zum Nachmittag. Und da lassen wir uns jetzt mal hier geleiten von dem Beat. Gehen wir jetzt mal rein da. Hör mal auf zu labern. Einen Schritt näher und der Punch knallt, ungefragt wie Häftlinge, ungefragt wie Sprengminen, ungefragt wie Sprengminen, Sprengminen, Häftlinge, Kickboxfight, Kill das Mike, Golden Army Champion, einen Schritt näher und der Punch knallt, ungefragt wie Häftlinge, Sprengminen, Sprengminen, ungefragt wie Häftlinge, Häftlinge. Schätzlinge, Sprengmine, Denkfehler, Luxusdealen. Ungefragt wie Häftlinge, doch gut getarnt wie Kunstwerkdiebe, Minendiebe, Kunstwerkdiebe, Luxusdealer. Da passt das, Luxusdealer. Kunstwerkdieben, Luxusdealen, Luxusdealen, was kann ich mit Luxusdealen machen? Ich kann die verschieben, ich kann die tragen, tragen, ich kann Luxusdealen tragen, ich kann Luxusdealen tragen, ich kann die von A nach B tragen, Tunneladern, weil ich die verschiebe von A nach B, ne? Bizeps. Kill das Mike, Rudelarm, Champion, ein Schritt näher und der Punch knallt, ungefragt wie Sprengminen, ungefragt wie Häftlinge, doch gut getarnt wie konstruktive Tunnellader mit ca. 120 Luxusdielen, die ich unter Stummel zwang mit Muskeln im Stumpf verschiebe, du nur am Kürlern, wenn deine Jungs trainieren. Oh, ist der geil. So, mein Rudel, einige Zeit später, ja, einige Zeit viel später, dritter Kaffee-Intus, steht der erste Part mit Bridge, erster Part Bridge und die Hook. Und jetzt gibt's auch einen Titel, wie auch das Album heißen wird. Definitiv. Also, eine Zeile fehlt noch. Wir haben jetzt Roundhouse Kick, Jab Punch Low Kick, Angriffsblick. Das passiert, wenn Theorie auf Praxis trifft. Warte nicht auf den Tag, an dem mich einmal der Funke trifft. Steppe unerschütterlich nach vorn wie Luftschutzbunker Kick, Roundhouse Kick, Jab Punch Low Kick, Angriffsblick. Das passiert, wenn Theorie auf Praxis trifft. Warte nicht auf den Tag, an dem mich einmal gewappnet. Warte nicht auf den Tag, an dem ich scheinbar gewappnet bin, gehe raus und schreibe. So, und jetzt fehlt hier aber noch was. Warte nicht auf den Tag, an dem. Warte nicht auf den Tag, an dem ich scheinbar gewappnet bin, gehe raus und schreibe. Finde ich noch. Ich habe jetzt keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ihr habt schon rausgehört, wie das Album heißen wird. Definitiv, das ist so ein geiler Titel. Und so wird auch der Track heißen, wenn Theorie auf Praxis trifft. Das ist genau das,
was die Rudelarmee ausmacht. Die Rudelarmee ist Praxis. Und wir tun irgendwelche Lappen, die uns irgendwas vorschreiben oder dumm labern, denen zeigen wir, was die Praxis bedeutet. Und die Praxis ist häufig was anderes. Ich hab's. Warten, Rondos Cake, Japan's Logik, Angriffsblick. Das passiert, wenn Theorie auf Praxis trifft. Warte nicht auf den Tag, an dem ich scheinbar gewappnet bin. Gehe raus und schreibe. Grabinschrift. Gehe raus und schreibe. Lebenswerk als Grabinschrift. Oh. Warte nicht auf den Tag, an dem ich scheinbar gewappnet bin. Gehe raus und schreibe. Mein Lebenswerk als Grabinschrift. Jawohl. Dann nehmen wir das hier raus. Gehe raus und schreibe. Mein Lebenswerk als Grabinschrift. Gehe raus und schreibe, bitte. Gehe raus und schreibe jetzt mein Lebenswerk als Grabinschrift. Nee. Gehe raus und schreibe mein Lebenswerk als Grabinschrift. Hammer. Hook steht. Ist das geil. Und der zweite Part beginnt mit: Keiner dieser Pisse wird mich jemals verdrängen. Denn es ist wie Kugelstoßen. Es wird die Tat gemessen. Spürt die Qualen der Kälte. Da sind wir gerade dran. Das machen wir heute noch. Der Schreibflow ist da. Den müssen wir ausnutzen. Und das Ding steht heute noch. Wir gucken mal 2 oder 3 Parts. Ich habe hier einiges noch an Material, was verwertet werden möchte. Aber es soll sich auch nicht in die Länge ziehen. Und die Hook muss zum Vorschein kommen. Es ist der Titelgebende. Der Titelgebende, Albumtitelgebende, was auch immer. Ihr wisst Bescheid. Wenn Theorie auf Praxis trifft. Das wird sein. Und dieser Beat. ...120 Liegestütze locker auf den Zeigefinger, Forscher glauben die... ...sein Gebirge unentwegt, die Geistesblitze stundenlang beim Falkenspitzen, Rudelarmee dominiert nun wegweisend die Zeitgeschichte, Alpha Wolf... ...steh eloquent im Mondesglanz, der Orgel klang im Schloss, verschwand, als ich auf dem Balkonplatz nahm, dort in einem Schrottgewandten im Eiweißcheck und Boxertrat, bring ich euch, was das Volk verlangt, in Form, dass euch der Puls absagt... ...Japan schlug ich Angriffsblick... ...das passiert, wenn Theorie auf Praxis trifft... ...das wird's... Rondos Cake, Japan's Logik, Angriffsblick. Das passiert, wenn Theorie auf Praxis trifft. Warte nicht auf den Tag, an dem ich scheinbar gewappnet bin. Gehe raus und schreibe mein Lebenswerk als Grabinschrift. Das wird's. Mein Rudel, wir haben's. So, und weil wir einmal hier sitzen, zeige ich euch jetzt mal, was ich meine. Dass es so ein stimmiges Bild sein muss zwischen Beat, aber auch Text und meinen Gedanken, die ich habe. Also immer, wenn ich ein Beat höre, dann ist das so, da habe ich eine Vorstellung. Habe ich schon eine Hook-Vorstellung oder eine Textvorstellung oder irgendeine Stimmung, die transportiert werden muss. Und ich habe den Beat gemeinsam mit diesem gefunden. So, und da stelle ich mir irgendeine Wüstengegend vor. Irgendeine Wüste. Ich habe einige Stories aus der Wüste, die ich da transportieren kann. Und eine Erzählung, eine Story. Ich könnte sofort losschreiben. Aber jetzt muss erstmal, wenn Theorie auf Praxis trifft, fertig werden. Ich fange die 5 Dinge gleichzeitig an. Ich schreibe mir nur Notizen auf, die ich dann nutze. Und das passt einfach. Track Nummer 1, wenn Theorie auf Praxis trifft. Track Nummer 2, dieser. Und dann schauen wir mal, was wir noch für Beats finden in den nächsten Wochen. Ich bleib dran. Und jetzt hauen wir erstmal, wenn Theorie auf Praxis trifft raus. Das Ding wird jetzt erstmal fertig. Und dann wird es direkt aufgenommen. Ich will hören, wie die Stimmung dazu ist. Und dann fangen wir mit dem Beat an. Dann geht's hier weiter. Jetzt erstmal rein. Nee, erstmal neuer Kaffee. Wir müssen hier produktiv werden. Ja, Session Nummer 2 heute. Wir schauen nochmal, ob es ein bisschen Verbesserungsbedarf gibt. Kleine Feinheiten. Wenn Theorie auf Praxis trifft.
Das wird definitiv der Albumtitel werden. Das Ding knallt so fett rein. Richtig geil, das ist Rudelpower. Ja, schauen wir jetzt nochmal rein. Und dann geht's in den zweiten Track. Was durchaus das Outro werden wird. Sehr persönlicher Track. Eine Stunde. Geh mal rein. Na dann, gehen wir mal rein. Kannst du ein bisschen weiter vorn ansetzen? Was? Kannst du ein bisschen weiter vorn ansetzen? Sonst, das war zu weit. Ja. Perfekt. Menschen kommen, Menschen gehen. Ein Leben in Vergänglichkeit. Wer weiß, was das letztendlich heißt. Die Endlichkeit bestimmt die Zeit, im Diesseits zu verweilen. Während du bestimmst, an welchen Stellen du Fußabdrücke zeichnest. Nur Ansprüche, kein Reifen, später Schulbank drücken. Schweigen mit einem Pulsschlag 130 durch die Yuma-Wüste. Streifen in der Blutbank, glühend heiße. Gehen nur aus Vaterstarken. Erbanlagen, drum Kampfansagen, statt knasthaft Strafen. Aufwärmen 100 Push-Ups und die Handbandagen wickeln. Circle-Training für den Kreislauf. Statt Parkanlagen ticken. Statt Asphaltstraßen, Ring im Gym, dein Dampf ablassen. Kick den Sandsack an den Ring, den Standard sein. Bringt keinen Gewinn. Sprünge wagen, die dir keiner hätte zugetraut. Der Einzige, der immer vorhin immer stand, war mein Vater und er blickt von mir herab. Ein Kämpfer mit Herzen auf einem Ohr, mit glänzendem Wert wie Stoff von Dior. Der Mut schon zur Lebzeit, ein Opa zu werden. Jetzt Ruhe und Frieden und steig hoch empor, das Leben, mein Kassi. Früher Einsatz. Menschen kommen, Menschen gehen. Ein Leben in Vergänglichkeit. Wer weiß, was das letztendlich heißt. Die Endlichkeit bestimmt die Zeit, im Diesseits zu verweilen. Während du bestimmst, an welchen Stellen du Fußabdrücke zeichnest. Menschen kommen, Menschen gehen, ein Leben in Vergänglichkeit. Wer weiß, was das letztendlich heißt, die Endlichkeit bestimmt die Zeit, im Diesseits zu verweilen, während du bestimmst, an welchen Stellen du Fußabdrücke zeichnest. Menschen kommen, Menschen gehen, ein Leben in Vergänglichkeit. Wer weiß, was das letztendlich heißt, die Endlichkeit bestimmt die Zeit... Das Leben ein Casino, in dem du schon gefangen bist. Wenn dein Herzschlag gleich zu hören, während du erschaffen wirst. Das Leben ein Casino, ein Ausweg gibt es keinen. Doch dann will ich einmal den Hauptgewinn erreichen. Tauben fliegen auf den Ringen, zwar die Nahis, die deine Soundtrack spielen. Die Seele sucht ein neues Not und fliegt wie. So, mein Rudel, die zweite Tonstudio-Session ist beendet. Ich sitze jetzt hier und werde noch ein bisschen Text schreiben. Wollte euch eine kleine Zusammenfassung geben. Was haben wir geschafft? Also, wenn Theorie auf Praxis ist, ist fertig. Mainspur, Doppelung, es sitzt alles. Genauso nehmen wir das Ding. Einzige, was noch fehlt, ist das Mix und Mastering. Das kommt zum späteren Zeitpunkt, wenn noch ein paar Tracks mehr stehen, um einfach dasselbe Mixing auf alle Tracks zu übertragen. Denn es soll ja ein flüssiges und schön hörbares Album werden. Der zweite Track ist ein sehr persönlicher, von dem habt ihr noch nichts mitbekommen. Friedenstaube werdet ihr hören, wenn es soweit ist. Nur kurz dazu, der Track war wirklich exakt der zweite, den ich geschrieben habe. Auch aus persönlichen Gründen ist der persönlichste Track auf dem Album, der persönlichste Track, den ich überhaupt bisher released habe und bedeutet mir sehr, sehr viel.
Es wird das Outro sein des Albums. Und ja, ihr hört es, wenn es soweit ist. Denn ja, ist vielleicht noch nicht mal ein Coyote-Track, sondern ein persönlicher Track von mir. Hört einfach rein. So, was steht ansonsten noch? Wir werden jetzt noch ein bisschen schreiben. Hier direkt nach der Aufnahme kam so ein kreativer Schwall, der erstmal befriedigt werden musste. Ich schreibe jetzt hier den nächsten Part runter und anschließend geht's pumpen, um nicht nur den Kopf, sondern auch den Körper zu trainieren. Ihr wisst, wir wollen die maximale Form aus dem Körper rausholen, denn wenn Theorie auf Praxis trifft, die Promo ist nicht nur eine musikalische Promo, sondern auch eine geistige und körperliche. Und wenn der Geist stimmt, dann muss auch die Füße stimmen, die muss hinterherziehen und andersrum genauso. Deswegen, wir können ja nicht nur den Geist kreativ beanspruchen, sondern wir müssen auch den Körper an die Leistungsgrenze bringen. Und deshalb gehen wir. Ach kommt, wir gehen jetzt ins Gym. Wir müssen jetzt mal wieder durchziehen. Den Bizeps flexen. Auf geht's. Ach, so sieht das aus. Das ist nun mal der gute alte Albert, der König von Sachsen. Sicherlich Zeit 1873 bis 1902, wie man dort ablesen kann. Und sehr jung verstorben. Jung verstorben, aber nur die Besten sterben jung. Und so war es auch bei ihm. Stabiler Typ.